Mario ruft mich an, sagt, wir fangen ohne Ende Fische auf deine Köder, setz dich ins Auto, komm zum Bodden und lass uns eine Runde zusammen angeln gehen. Halbe Stunde, Zeit läuft. Fisch. Erster Wurf. Erster Fisch. Kompliment an den Guide, wir sind auf jeden Fall am richtigen Angelplatz. Fisch. Auf den Whisky in 5 cm. Fisch. Klasse. Oh, super. Zander, nein! Wunderbares Boddendoppel und der nächste wunderbare Barsch. Da schneiden wir alles raus. Viel zu viele Fische. 30 Minuten Angeln auf dem Bodden. Unfassbar. Was machen wir jetzt? Ich würde sagen, du entscheidest. Ja, wir werden jetzt mal einen Platzwechsel machen. Werden uns mal ein Plateau angucken, wo auch ein bisschen aufgelockertes Kraut ist, auch leicht abfallende Kante. Plateau heißt, das ist, wir haben einen Bereich, der gleichmäßig tief ist und dann wie so ein Berg, der unter Wasser ist. Genau, so 260, 280 von der Wassertiefe her. Das ist jetzt kein großer Berg, wie man ihn sich vorstellt von irgendeiner Postkarte, sondern es ist wirklich nur ein ganz kleines Plateau. Aber ringsherum ist alles gleichmäßig flach, das heißt, das ist schon mal die erste Struktur. Richtig. Okay, und warum halten sich da jetzt die Raubfische auf? Ja, da ist an den flacheren Bereichen ist ein bisschen Kraut und unten drunter sind Steine, fester Boden. Steine, ja. Fester Boden und Kraut. Also alles das, was die Brut natürlich und Jungfische lieben und genau. Da stehen dann die Barsche. Da stellen sich dann die Fische ran. Okay, gibt es da auch Hechte und Zander oder ist das eher so ein Barschrevier? Mit Hecht muss man auf jeden Fall überall rechnen hier auf dem ja. Boden. Der ist allgegenwärtig. Und Zander, mit etwas Glück, hat man die auch dabei. Haben wir ja gerade schon gesehen. Na, ich bin mega gespannt. Dann würde ich sagen, verlieren wir nicht viel Zeit, schieben uns noch einen kleinen Apfel rein und dann weiter zum nächsten Platz. So machen wir's. Mario, auf geht's. Wir sind jetzt am nächsten Angelplatz angelangt. Vielleicht kann man das mal kurz auf dem Echolot zeigen. Wir sind einmal gerade über den Platz drüber gefahren. Hier erkennt man deutlich das Kraut und diese leichte Erhöhung. Das ist wirklich nicht viel, ja? Also vielleicht von der tiefsten Stelle 2,75 Meter. 2,25 Meter, also 50 cm Erhöhung und hier ist der Fisch. Also hier gibt es Fisch. Hier gibt es auf jeden Fall Fisch. Dann wollen wir mal gucken, was es für Fisch ist. Gucken wir uns den mal an. Was wollen wir hier machen? Ja, wir werden hier mal versuchen, die Ködergröße mal ein bisschen zu erhöhen. Okay. Wir werden mal die 7,5 und 10 probieren. Ja. Und wenn es klappt, haben wir mit den größeren Ködern die besseren Fische. Du angelst jetzt weiter mit dem 7,5er. Mit dem hast du ja schon... Probierst den 10er. Und ich probiere jetzt den 10er. Gut, dann machen wir und dann gucken wir mal. Jawohl. Okay, los geht's. Plateau. Ich habe das Gefühl, dass das Wasser hier etwas trüber ist. Wir haben ja auch viele Schwebstoffe drin. Die Sonne kommt raus. Deswegen wechseln wir jetzt von Whisky auf den Captain für trübes Wasser und Sonne. Ich habe jetzt hier noch den Köder mit dem Fluorocarbon-Vorfach drauf. Wir angeln heute aber am Bodden. Und hier ist immer mit Hechten und mit Zandern zu rechnen. Und der Guide verwendet immer ausschließlich ein Stahlvorfach. Bei ganz kleinen Ködern verwende ich hin und wieder noch Fluorocarbon-Vorfach. Wenn ich so dicht über dem Kraut angle oder so, da habe ich bisher zum Glück, zumindest hier an den Bodden, noch keine Hechte gefangen. Aber jetzt angeln wir mit 7,5 cm und 10 cm Lieblingsködern. Da gehen wir keine Kompromisse ein. Fluorocarbon-Vorfach runter, Stahlvorfach davor. Und du fischst am liebsten ein... Zum Barschangeln 7x7. Zum Barschangeln sogar 7x7? Also ruhig ein weiches Vorfach, ne? Etwas weicher? Den Köder nicht so als ein steifes Vorfach. Ja. Beim Hechtangeln dann natürlich lieber eher ein steiferes Vorfach, wenn du größere Köder fischst. Aber zum Barschangeln mit den kleinen Ködern hat man bessere Aktionen mit weicherem Vorfach. Okay, also der Guide verwendet zum Barschangeln ein 7x7, weil es einfach ein bisschen weicher und flexibler ist. Und zum Hechtangeln ein stabiles 1x7 mit 18 Kilo Tragkraft. Genauso machen wir das jetzt auch. Ich ziehe mir hier mein Stahlvorfach drauf und dann geht's los. Dann fischen wir jetzt also Captain in 7,5 cm. Und ich fische den Captain in 10 cm, beide mit einem spitzen Haken in 10 Gramm. Du nimmst aber auch mächtige Einhänger, ne? Ja, ein bisschen stabiler. Bisschen stabiler. Keine Kompromisse hier für die großen Fische. Fischst du den so? Perfekt. Super. So, und für mich ein 10 cm Captain mit einem spitzen Haken in der Größe 3,0 in 10 Gramm. Hier kann man schön schauen, wo die Hakenspitze rausgucken soll. Da kann man, wenn man möchte, sich eine kleine Markierung am Rücken setzen. So. Oh, und Mario hat schon den ersten Fisch. Was ist es? Barsch. Ja, schöner Einstand, Mario. Petri? Ja, funktioniert. Perfekt. Jetzt wollte ich gerade erklären, wie ich den Köder aufziehe. Da hat Mario den ersten Wurf gemacht und schon direkt den ersten Barsch gefangen. Jetzt müssen wir uns beeilen. Also, ich habe mir hier eine kleine Markierung am Rücken gesetzt, steche die Hakenspitze vorne in die Mitte der Lippe ein, gebe mir jetzt Mühe, den Köder wirklich schön mittig aufzuziehen, mache dann eine halbkreisförmige Bewegung, sodass die Hakenspitze genau an der Markierung rauskommt, die ich mir kurz vorher gesetzt habe. So, schiebe ich den Köder über den Bleischaft bis ran zur Bleikugel und so muss es aussehen. So, wenn jetzt der Fisch kommt, zack, dann ist er perfekt gehakt.
Wir haben neben dem Plateau geankert und werfen auf das Plateau drauf. Dort vorne in diesem Bereich befindet sich die Erhöhung. Da gibt es Kraut und da, wo Kraut ist, da gibt es auch Futter und Brutfische und dahinter stehen die Räuber. Das heißt, wir werfen einfach aufs Plateau drauf, versuchen nicht im Kraut hängen zu bleiben und die Räuber zu überlisten, die da an der Kante stehen. Ich komme hier nicht zum Angeln. Auf dem Bodden kommt man nicht zum Angeln, wenn man solche Leute an Bord hat. Wahnsinn. Oh, der sieht gut aus. Darf ich dir den cashern, Mario? Ich kann gerade nicht, bin beim Angeln. Melde mich gleich. Jupp. Wow. Schöner Fisch. Kam der jetzt direkt an dieser Kante vorm Kraut, hinterm Kraut, auf dem Plateau? Vorm Kraut. So, da fährt jetzt gerade der Zoll vorbei. Ich hoffe, die finden meinen Koffer nicht. Wobei, wir sind ja noch auf nationalen Gewässern, alles gut. Angeln die eigentlich auch manchmal vom Zoll? Ich glaube, eine Angel haben die hier alle dabei. Fisch. Der ist aber deutlich hochrückiger als der Fisch, den wir vorher hatten. Diesen Rücken, den bilden die Barsche aus, wenn Hechte anwesend sind. In Untersuchungen wurde festgestellt, dass das sehr, sehr schnell geht. Also da reicht schon ein Hecht, dann bilden sie diesen Buckel hier oben aus. Ja, oder ich angel hier, vielleicht gibt es hier einen Zander. Oder meinst du, die stehen auch hinterm Plateau? Nö, das glaube ich nicht. Die stehen da. Ja. Und die Barsche stehen da. Ja. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf den Barsch. Und dann können wir beide nochmal in die andere Richtung schmeißen. Nein! Okay? Köder hochgeholt, also eingestiegen, hinterher gelaufen. Wir haben jetzt am ersten Platz geangelt, haben jeder ungefähr 20 Würfe gemacht. Ein beeindruckendes Ergebnis. Mario hat 5 Fische gefangen und ich hatte nicht einen einzigen Anfasser auf den Zehner. Wir wechseln jetzt den Platz. Ich gebe natürlich nicht auf, wir probieren das dort nochmal weiter, aber es scheint sich hier an dem Platz rauszukristallisieren, dass wir mit 7,5 cm und tendenziell vielleicht etwas kleiner heute genau die Größe erwischt haben, die Barsche lieben. Aber hier gute Arme. Also hier wird oft gedrillt. Guck mal hier, das ist, ne? Große Fische, große Arme. Hier steht das Kraut, in dem Kraut stehen die Brutfische und hier dahinter an der Senke, da hattest du jetzt die Fische, ne? Ja. Wir sind jetzt an der zweiten Angelstelle am Plateau angelangt. Mario hat gerade geankert. Weiter geht's. Fisch! Ja. Wow. Super, Mario, danke schön. Und das Bodden-Tribble ist komplett. Zander, Barsch und Hecht. Mario, absolut toll. Absolut toll. Der soll ruhig noch ein Stück wachsen. Also der war noch nicht müde. Wahnsinn. Zum Glück habe ich ein Steifverfach aufgezogen. Wer mit Hechten zu rechnen hat, sollte immer ein Steifverfach verwenden. Der Hecht hatte den Köder komplett genommen. Der hing ihm unten in der Lippe drin. Und das Stahlvorfach ist beim Drill richtig über die Zähne drüber geraspelt. Mit einem Fluorcarbon-Vorfach oder ich habe auch schon Leute gesehen, die haben ihren Köder direkt an die Hauptschnur geknotet, habt ihr dann keine Chance. Habt ihr keine Chance, werdet ihr hundertprozentig euren Fisch im Drill verlieren. Nehmt einen Stahl, 1x7, keine Experimente, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Wenn ihr einen Fehlbiss hattet und ihr seht solche Schnitte an eurem Köder, das sind dann eindeutig Bissspuren von einem Hecht. Du verbringst ja jeden Tag auf dem Wasser. Freust du dich eigentlich noch auch über einen kleineren Fisch? Jetzt, ich meine, das war jetzt kein Riesenhecht, aber das war ein toller Fisch. Und ich freue mich über jeden Fisch, den ich fange. Jeder Fisch ist wichtig und über jeden Fang freut man sich eigentlich. Ja. Egal wie groß. Wenn man die Freude an einem kleinen Fisch verliert, kann man aufhören mit Angeln. Ja. Weil nur große Fische gibt es nicht. Und das ist ja letztendlich auch die Magie beim Angeln. An manchen Tagen, da ist es zäh, an anderen Tagen, da knallt es Schlag auf Schlag. Das macht das Angeln ja auch aus. Dann hat man Spaß am Wasser, dann kann man jeden Tag genießen. Dann kann man auch mal sagen, heute war ein bisschen der Wurm drin und trotzdem geht man am nächsten Tag wieder los. Und wenn dann der große Fisch kommt oder wenn dann viele Fische kommen oder wenn dann ein besonderer Fisch kommt, mit dem man gerade nicht gerechnet hat, darum geht's. Mario hat den nächsten Fisch. Klasse Barsch. Petri. Petri, dank. Mal, dann würde ich sagen, stärken wir uns erstmal. Jo. Schöner Ayran. Das gibt Kraft. Ja, dann mal Prost, ne? Prost. Und? Gewöhnungsbedürftig. Ich habe noch eine Cola für dich dabei. Unser dritter Angelplatz ist ein großes Feld. Da lassen wir uns jetzt mit dem Boot drüber treiben. Also drüber driften heißt das. Die Idee ist, dass wir jetzt eine ganz große Fläche nach Barschen absuchen. Ich wechsle jetzt wieder auf die 5 cm Lieblingsköder, weil wir darauf gut gefangen haben. Mario probiert einen etwas besseren Barsch zu kriegen und angelt weiter mit dem 7,5er. Trübes Wasser und Sonne. Captain. Ich probiere es erstmal mit dem 5 Gramm Kopf und los geht's. Jetzt wird es doch etwas wärmer. Mal die Jacke runter.
Petri Mayo. Ah, Fisch. So, Fisch Nummer 1. Also Mario, Barsche gibt's hier. Barsche sind da, ja. Also auf dem Bodden ist man wirklich ein bisschen verwöhnt, muss ich ehrlich sagen. Man kriegt beim ersten Wurf den ersten Fisch und denkt sich, naja, der könnte aber ruhig noch ein Stück größer sein. Und Mario hat auch einen, super. Ach. Klassischer Fehlbiss. Fisch. Der hat schon ein bisschen was erlebt, wenn man sich die Flossen und die Schuppen so anguckt. Hält ihn aber nicht davon ab, weiterzumachen. Ich habe das Gefühl, jemand föhnt mir hier von hinten meine Haare. Als ob jemand hinter mir steht mit so einem kleinen Föhn. Also das ist die Idee beim Driften. Man sucht einen möglichst großen Bereich ab, lässt das Boot treiben, wirft, wirft, wirft und schaut, an welchen Plätzen man Bisse bekommt und Fische fängt. Und diese Plätze, die kann man dann später nochmal ganz gezielt ansteuern. Häufig befinden sich an diesen Plätzen dann auch Strukturen, wie zum Beispiel Wasserpflanzen oder Steine. Und da ist schon der nächste Fisch. Und schaut mal hier. Hier hat er so eine kleine blutige Stelle. Hier sind solche Striemen drüber. Und auch hier vorne am Kopf hat er ganz viele Striemen. Also hier sind so viele Räuber. Fast jeder Barsch, den wir jetzt gefangen haben, hat irgendwelche Kampfspuren, irgendwelche Bissverletzungen von Hechten oder von Zandern. Es ist Wahnsinn. Fisch. Oh. Das ist nicht gut. Oder habe ich mich hier verhangen? Entweder habe ich mich hier irgendwo verhangen. Nee, ist noch dran. Nicht gut, nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Deswegen sehen die Barsche hier auch so aus. Also da kommt wieder alles zusammen. Bis jetzt habe ich noch keinen Zahn gemerkt. Aber voll drin, oder? Ah, Mist. Hier an der Seite, der Maulspalte. Hoffen wir's, hoffen wir's, hoffen wir's, hoffen wir's, beten. So. Eieiei. Oh je. Nicht hoch, nicht hoch, komm nicht hoch, bleib einfach unten. Der hängt an der Seite. Sitzt an der Seite. Wenn er sich nicht dreht, kriegen wir ihn. Übergelegt. Okay, okay, okay. Sieht gut aus. Ja! Petri. Mario. Ey. Meine Pumpe, die geht bam, 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 bam. Wahnsinn. Auf den 5 cm Lieblingsköder. Wir haben gerade zwei Barsche an dem Platz gefangen. Und ich habe gesehen, dass die richtige Bissspuren haben von Hechten. Und denke noch so, ja, Mensch, hier müsste man mal hin zum Hechtangeln. Das müssen wir uns jetzt merken zum Hechtangeln. Warte, ich mache ihn raus. Wow. Leute. Und Schneckenfett. Guckt euch das mal an. Wie ein Schlauch. Richtig gefüllt. Wenn man da reingucken würde, würde man bestimmt den einen oder anderen Barsch drin finden. Und hier hängt mein Haken. Ganz außen am Maulwinkel. Ansonsten hätte ich auch keine Chance gehabt, den hier rauszukriegen. Guckt euch den an. Also irgendwo da draußen ist ein Krautfeld oder Steine. Da stehen die kleinen Fische. Dahinter stehen die kleinen Barsche und jagen und dahinter lauern die Hechte. Ich bin sprachlos, glücklich, unfassbar glücklich. Es ist einfach unbeschreiblich. Wir sind hier über diese Strecke drüber gedriftet, über dieses Feld, haben die Barsche lokalisiert und dann kam noch der Beifang der Hecht. Den wollten wir uns eigentlich erst später holen, aber manchmal ist es so. Mario, ist nicht flach. Ich habe ein bisschen schmutzige Finger. Gib was ab vom Glücksscheib. So sieht ein Flugcarbon-Vorfach aus. Nachdem der Hecht ein einziges Mal mit seinen Zähnen drüber geratscht ist, wäre er hier über dieses Barschvorfach ein zweites Mal drüber geratscht, dann wäre er abgewiesen. Keine Chance. Und das passiert euch mit jedem Fluorocarbonvorfach, egal wie dick das ist. Deswegen verwendet beim Hechtangeln immer ein Stahlvorfach, ein 1x7. Verwendet beim Zanderangeln ein dickes Fluorocarbon, zum Beispiel in der Elbe. Wenn ihr aber mit Hechten rechnen müsst, verwendet immer ein Stahlvorfach. Und wenn ihr beim Barschangeln seid, wägt es für euch ab. Wägt es für euch ab. Es wäre schade, wenn ihr einen guten Hecht verliert. Das macht er mit eurem Fluorocarbon-Vorfach, wenn er es zwischen die Zähne bekommt. Schwein gehabt. Ja. Richtig Schwein gehabt. Mario ist langsam. Alle Angler, die ich kenne, schlingen. Normalerweise auf Arbeit, Mittagspause, um 12, alle sitzen, jeder kocht sich was. Angler, Mittagessen, Mittagspause, weiter geht's mit Angeln. Also man hat eine ganze Zeit
überhaupt gar nichts. Und dann plötzlich kommt so ein kleines Krautfeld, dann wieder gar nichts. Dann plötzlich kommt so ein kleines Steinfeld oder eine winzige Kante. Wa? Das sind dann immer nur so 1-2 Meter. Fisch! Mist, verloren. Du auch? Geil. Stand jetzt ein bisschen abseits vom Hecht, ne? Der weiß schon warum. So, jetzt guck mal, was hier aus der Futterluke rauskommt. Tack, 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 tack. Da ist er. Oh, da ist der nächste. Ganz toller Fisch. Was, schon wieder? Fisch! Also jetzt geht's hier wirklich Schlag auf Schlag. Ein Fisch nach dem anderen, wenn man die Plätze einmal gefunden hat. Herrlicher Fisch. Besserer Fisch? Oh ja. Mario Petri, ist das ein Fisch. Schaut euch mal dieses Maul an. Also ein Bockwürstchen würde da schon reinpassen. Davon schwimmen hier allerdings nicht allzu viel rum. Deswegen, für solche Fische kommen ganz viele Angelprofis auf die Bodden. Also den werden wir auf jeden Fall zurücksetzen. In dieser Größe ist es ein ganz, ganz wichtiger Fisch, um hier für Nachwuchs zu sorgen. Aber ein absoluter Traumfisch. Also am ersten Platz war es ja sehr ausgeglichen. Da hatten wir ja beide gleich viele Fische, gleich viele Bisse in der gleichen Zeit. Besserer? Oh ja. Wow, meine Güte. Wahnsinn. Der hat sich schon selber abgehakt. Was für ein Trümmer. Einfach schön halten. Soll ich mal spaßeshalber ein Maßband dran halten? Ja, bitte. 39,40 in dem Dreh hat der. Wahnsinn. Wir haben uns über diesen Platz driften lassen, um herauszufinden, wo die Fische sind. Ich habe mit den 5 cm Lieblingsködern geangelt, um möglichst viele Fische zu fangen. Das hat auch gut geklappt. Damit konnte man gut sehen, wo sich die Fische aufhalten. Wir sind dann gezielt eine Stelle angefahren, an der Mario vorher schon einen besseren Barsch hatte. Und in 3 Würfen hintereinander weg 2 absolut kapitale Barsche um die 40 cm gefangen auf den 7,5 cm Lieblingsköder. Jetzt wissen wir also, auf welche Beutefischgröße sich die großen kapitalen Barsche eingeschossen haben. Deswegen wechsle ich jetzt auch auf den 7,5er Captain und jetzt angeln wir diesen Platz ganz gezielt aus. Wir haben heute ausschließlich mit den Grundfarben geangelt, mit Whisky, als das Wasser etwas klarer war und als es bewölkt war. Und dann mit dem Captain. Es hat sich gezeigt, dass wir mit dem 10 Gramm Jigkopf hier optimal gefangen haben. Habt Vertrauen zu eurem Köder. Habt Vertrauen zu dem, was ihr da tut. Habt Vertrauen zu eurer Köderführung. Trainiert das. Und dann konzentriert euch auf die Wahl des Angelplatzes. Da ist ein Fisch. Schöner Fisch. Und den 7,5er komplett weggeschlürft. Weiter geht's. Wir sind in der heißen Zone. Wir haben die Barsche gefunden. Jetzt kommt es drauf an, dran zu bleiben. Ihr seht es ja an der Sonne. Es ist gerade Mittag. Also wir haben einen halben Tag geangelt und wir haben schon alles erreicht, was man eigentlich erreichen kann. Alles, was Mario uns versprochen hat, hat er eingelöst. Was für ein toller Angeltag. Fisch. Da ist der nächste. Wir haben gerade festgestellt, dass die meisten Fische dann kommen, wenn man etwas erzählt oder erklärt. Deswegen reden wir jetzt noch mal eine Runde miteinander. Trübes Wasser und Sonne, Captain. Der Köder ist echt eine Maschine. Aber oftmals wirst du bei Schweinewetter mit guten Fischen belohnt. Ja? Das macht es dann wieder wett. Okay. Fisch! Mario, danke, dass du das Reden übernommen hast. Beeindruckende Durchschnittsgröße hier. Petri, Dank. Wir haben unsere Drift jetzt beendet. Wir haben sowohl mit den 5 cm Lieblingsködern geangelt, viele Barsche gefangen, Plätze gefunden, wo die Barsche stehen, als auch mit den 7,5 cm Lieblingsködern. Da deutlich selektiver geangelt, größere Fische gefangen und zum Schluss ist es Mario dann gelungen, 2 richtig kapitale Barsche knapp an die 40 cm zu fangen. Was machen wir als nächstes? Mario hat in den letzten Wochen viel getestet und hat festgestellt, dass Fire Tiger Dekore hier perfekt funktionieren. Deswegen machen wir jetzt ein kleines Battle. Also liebevoll natürlich. Mario fischt mit dem Fire Tiger, ich fisch mit dem Charlie. Beides schöne Barschdekore. Und ihr wisst ja, große Barsche sind Kannibalen und kleine Barsche haben die zum Fressen gern. Und so eine Beute, die lassen die sich in der Regel nicht entgehen. Einmal der Fire Tiger für dich und einmal der Charlie für mich. Na dann, Petri. Ja, Petri. Ein Battle in aller Freundschaft, das ist besser als ein liebevolles ja. Battle. Ah, guckt euch das mal an, wie geil der läuft. Zack. Auf die Plätze, fertig, los. Irgendjemand muss jetzt wieder eine Geschichte erzählen, damit die Fische beißen. Soll ich dir was erzählen, Mario? Fisch. Da ist er. Schöner Fisch. 1-0 für Charlie.
So, jetzt erzähle ich dir aber was. Ich habe heute in der kleinsten Parklücke geparkt, die du dir vorstellen kannst. Die war so unheimlich klein. Fisch. Direkt unterm Boot. Sind das hier dicke Barsche? Wahnsinn. 2:1. 2:1. Streng dich an. Hast du das Gefühl, dass der Barsch in den letzten Jahren im Kommen ist? Also die letzten beiden Jahre hatten wir hier fantastische Barschjahre. Fisch. Oh ja. Also bei mir ist jetzt auch ein besserer eingestiegen. Zumindest verkauft er sich so. Wow. Ja, sauber. Petri. Stark. Das ist ein schöner Barsch. Man hat das Gefühl, man angelt da schon mit dem Barschdekor auch ein bisschen an kleineren Fischen vorbei. Das kann durchaus sein. Ein richtig geiler, dicker Fisch. Bei Mario kam direkt der Nächste. So schnell konnten wir jetzt gar nicht reagieren, die Kamera wieder startklar zu machen. Oh, das ist auch wieder so eine Maschine. Mario. Geiler Fisch. Hammerfisch. Was für ein Brocken. Geil. Was für ein Brocken. Unglaublich. Petri, Mario. Ja, Petri. Geiler Fisch. Und die haben sich nicht am Stahlverfach gestört. Fisch. Klasse. Wollen die auch immer nicht nach Hause, wenn die bei dir auf dem Boot sind? Aber das ist doch toll. Guck mal, es gibt andere Berufe, da wollen die Leute so schnell wie es geht weg. Da ist man mal da und dann will man so schnell wie es geht weg. Also, Fire Tiger funktioniert. Fisch. Oh! Leute! Vorsicht, Verwechslungsgefahr. Das ist ja unglaublich. Das ist genau die Ködergröße, die die großen Barsche fressen. Schaut euch das bitte mal an. Das ist unser Köder und das ist die Beute, auf die die großen Barsche hier lauern. Wenn die Ködergröße zur Beutefischgröße passt, haben die keine Schwierigkeiten, den Köder zu nehmen. Ach, jetzt habe ich das Fangfoto vergessen. Ah, ein letzter Wurf muss einfach sein. Fisch! Fisch! Beide Farben haben ihre Fische gebracht. Ich würde sagen, wir einigen uns auf ein Unentschieden. Wir messen heute nicht die Anzahl, sondern das Gewicht. Und damit steht es 50-50. Wenn ihr die Grundfarben getestet habt und mit den Grundfarben zufrieden seid und ihr euch fragt, was ihr noch in eurer Box haben könntet, was noch Barsche bringt, Fire Tiger und Charlie ist auf jeden Fall eine super Wahl zum Barschangeln, gerade wenn es darum geht, größere Fische zu fangen, weil große Barsche Kannibalen sind. Das war der letzte Fisch für heute. Ich hoffe, ihr hattet eine genauso schöne Zeit auf dem Wasser, wie wir sie heute hatten. Es war wirklich ein außergewöhnlich toller Tag auf dem Bodden. Und wenn ihr das mal nachmachen möchtet, den Link zu unseren Ködern und den Link zu Marios Webseite findet ihr unten in der Videobeschreibung. Willkommen zurück. Wir haben die Boddentour jetzt mal sacken lassen und ich muss wirklich sagen, Mario hat nicht zu viel versprochen. Zuerst sind wir zu einer relativ stark abfallenden Kante mit Krautbewuchs gefahren und haben hier mit den 5 und 7,5 cm Lieblingsködern geangelt. Wir konnten dabei feststellen, dass man auf die kleinen 5 cm Lieblingsköder sehr viele Bisse bekommt, aber dass die Durchschnittsgröße tendenziell deutlich kleiner ist. Mit den 7,5 cm Lieblingsködern haben wir weniger Fische gefangen, aber die Durchschnittsgröße war deutlich größer. Und zum krönenden Abschluss konnte Mario dann noch einen Zander an Bord holen. Das war natürlich stark. Die zweite Angelstelle war ein Plateau, also eine leichte Erhebung auf einer sonst sehr monotonen Fläche. Mario hat hier mit den 7,5 cm Lieblingsködern geangelt und konnte direkt ein paar gute Barsche fangen. Ich hatte mich entschieden, vom 5 cm Lieblingsköder zu wechseln auf den 10 cm Lieblingsköder, also eine große Größe, um gezielt große Barsche über 40 cm zu fangen. Ein Fisch kam auch an Bord, aber dieser Barsch hatte sich als Hecht verkleidet. Und in Phase 3 haben wir uns eine riesige monotone Fläche vorgenommen und dort gezielt nach Mini-Hotspots gesucht. Zuerst haben wir unser Boot treiben lassen, geworfen, 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 geworfen. Ich mit den 5ern, Mario mit den 7,5ern, um zu schauen, wo sich die Fische aufhalten. Diese Plätze sind wir dann mit dem Boot nochmal angefahren, um dort ganz gezielt auf größere Barsche zu angeln. Und zur Krönung kam dann auch noch ein Hechtbeifang raus auf den kleinen 5 cm Lieblingsköder am Fluocarbon-Vorfach. Das war eine kleine Zitterpartie. Schön, dass wir diesen Fisch an Bord holen konnten. Falls du auch mal so einen Angeltag erleben möchtest, kann ich dir nur wärmstens empfehlen, dich mal bei Mario zu melden. Übrigens brauchst du für das Angeln auf dem Bodden keinen dauerhaft gültigen Fischereischein. Du kannst dir dort als Tourist den sogenannten Touristenfischereischein kaufen, mit dem du dann ganz legal 28 Tage angeln gehen darfst. Und alles, was du übers Angeln wissen musst, das erfährst du bei Mario auf dem Boot. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie euch diese Folge gefallen hat und abonniert unseren Kanal, um keine neue Folge zu verpassen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Jens von Lieblingsköder.
Wir sind mit unserem Barschvideo ja eigentlich schon fertig und wollten gerade nach Hause fahren. Jetzt haben wir beschlossen, wir werden hier vor dem Hafen in Stralsund noch mal 2-3 Würfe machen. Und vor's Regatta hier, da stirbst du einen Helden tot. Hauptsache ihr habt Spaß. Also wir sind jetzt hier mitten eingekreiselt von irgendwelchen Segelbooten. Man hat jedes Mal das Gefühl, die Dinger kippen um, aber scheinbar wissen die, was die da machen. Fisch! Jawohl, schöner Barsch im Sonnenuntergang. Klasse. Das war's. Schluss, aus, vorbei. Einen letzten Wurf, Mario. Nee. Chris, noch einen letzten Wurf. Wir sind nicht mehr sicher hier. Wir sind nicht mehr sicher, wir flüchten. Ach,